Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Hähnchen indisch vorstellen, und zwar in einer Curry-Frischkäsesoße. Auch mal wieder ein One-Pot-Rezept. Ihr braucht nur eine Pfanne und durch Garam Masala und Curry bekommt das Ganze so einen wundervollen indischen Touch. Schaut es euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe wieder alles rausgelegt, was wir brauchen und die Zutaten sind eigentlich übersichtlich. Ist nicht viel. Hühnerbrust, Zucchini, Chili, außerdem Champignons, eine Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, Kokosfett, Frischkäse, Sahne und zum Garnieren etwas Petersilie. An Gewürzen brauchen wir Pfeffer, Chiliflocken für den Kick, zum Garnieren ein bisschen Sesam, dann wieder Salz, Garam Masala und Currypulver und dann können wir auch loslegen. Ja, ich beginne mit dem Hähnchen. Ich habe hier Hähnchenbrustinnenfilets und die schneide ich, weil die auch relativ dick waren, erstmal in zwei Hälften und dann schneide ich Streifen aus den Hähnchenbrüsten und diese Streifen, die schneide ich dann wiederum in Würfel. Ne, macht die Würfel nicht zu klein, die wollen wir hinterher noch sehen, die wollt ihr hinterher dann auch noch auf der Gabel auf dem Löffel haben, also die Würfel hier etwas größer, als ihr sonst vielleicht machen würdet für Curry. Na, ihr seht hier, so, das ist so meine Größe. Und ja, viel kleiner würde ich sie auch nicht machen. Das war es auch schon mit dem Hühnchen hier. Mehr machen wir mit dem Hühnchen gar nicht. Und wenn wir das Hühnchen fertig haben, geht es als nächstes an die Zwiebel. Und die Zwiebel hier, eine große Gemüsezwiebel, die ich hier genommen habe, die pellen wir. Und wenn ich die Zwiebel gepellt habe, dann schneide ich die Zwiebel auch nur in Streifen. Ihr könnt es auch in Würfel schneiden, wenn ihr mögt, aber ich fand Streifen eigentlich schöner, weil man hinter die Zwiebeln auch noch sieht im Essen und auch wirklich schmecken kann. Also ich halbiere die jetzt nur und schneide sie dann runter einfach, so dass wir hinterher, wenn wir so ein bisschen zerpflücken, Zwiebelstreifen bekommen. Und das ist wirklich schnell gemacht, da muss man nicht viel machen. Und dann sind wir mit der Zwiebel hier auch schon fertig. Als nächstes kommt die Zucchini, ich schneide nur die Ecken ab. Hier war so eine mittelgroße, die halbiere ich einmal und dann schneide ich von oben runter drei oder vier Scheiben, je nachdem wie dick eure Zucchini ist und diese Scheiben schneide ich dann wieder in Streifen und dann schneide ich diese Streifen in Würfel. Ne, Größe ungefähr so wie die Würfel vom Hühnchen, dass sie etwa die gleiche Größe haben, ne, also nicht ganz so klein. Ja, das ist so meine Größe, ne, und das ist ungefähr so die Größe von den Hähnchenwürfeln auch. Als nächstes Knoblauch. Ich hätte hier ganz frischen Knoblauch, jungen Knoblauch. Na, der lässt sich gut pellen. Mehr mache ich damit auch nicht, weil ich hinterher eine Knoblauchpresse nehme. Könnt ihr auch hier hacken, wenn ihr lieber mögt. Ist wirklich egal. Meine Chili, weil wir natürlich ein bisschen Kick haben wollen. Hier ist ein indisches Gericht. Ich habe hier eine rote Chilischote und die schneide ich zunächst in Streifen. Wie häufig bei solchen Gerichten, wo ich so ein bisschen Kick drin haben will, nehme ich die Kerne und die Plazenta, also diese weißen Innenwände nicht raus, da sitzt ja die Schärfe, sondern ich lasse es hier drin. Wer es nicht mag, wem es zu scharf ist, der lässt entweder die Chili ganz weg, fehlt aber wirklich ein bisschen was vom Geschmack, würde ich nicht unbedingt machen. Ansonsten kratzt euch einfach die Kerne raus, dann ist es milder. Aber ich kann euch versprechen, das Rezept ist wirklich nicht sehr scharf. Also auch für jemanden, der nicht so gerne so scharf ist, es hat ein bisschen Kick, aber ja, nicht übermäßig. Also das werden, glaube ich, die meisten Leute vertragen, das ist okay. Dann kommen unsere Champignons hier. Die Champignons, auch mal kurz im Prozess, die werden nur halbiert und dann werden sie in nicht so dünne Blätter geschnitten. Auch die wollen wir hinterher noch sehen. Die wollen wir auch hinterher noch auf dem Löffel, auf der Gabel haben. Also macht sie nicht so klein, sondern schneidet die Champignons einfach in so, ja, halb fingerdicke Blätter. Letzte Vorbereitungshandlung hier, Petersilie, die wir hinterher brauchen. Ich habe hier Petersilie genommen, die hacke ich jetzt hier. Ihr könnt auch Koriander nehmen. Ich persönlich bin leider kein so großer Koriander-Fan. Ich bin auch mit dem Garam Masala nachher sehr vorsichtig. Also ihr könnt Koriander nehmen. Ich nehme hier glatte Petersilie. Ich finde, das passt sehr gut. Die hacke ich und mehr machen wir mit der Petersilie auch nicht, denn die brauchen wir hinterher zum Garnieren. Pfanne an, nicht volle Pulle. Also hier mein Kochfeld hier aus unserem schwedischen Möbelhaus hat 9 maximal. Ich habe hier auf 7 gestellt, das reicht. Dann gebe ich Kokosfett in die Pfanne und in dem Kokosfett, und das riecht jetzt auch schon so ein bisschen süßlich, brate ich meine Hähnchenbrust an. Und bei der Hähnchenbrust müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Die soll jetzt ein bisschen bräunen,
Aber wenn es geht, nicht kochen. Also manchmal hat man in der Hähnchenbrust doch so ein bisschen mehr Wasser drin oder die Pfanne ist nicht heiß genug. Dann könnt ihr, wenn ihr mögt, auch mit so einem Hauch Mehl abstreuen. Das bindet die Flüssigkeit sehr schnell und dann wird das Hähnchen auch sehr schnell braun oder schneller braun. Ihr seht jetzt hier, so soll das ungefähr aussehen. Nicht zu lange, das wird sonst trocken. Ja? Also das Hühnchen wirklich so, dass es ganz leicht anfängt zu bräunen. Und wenn es hier so die ersten braunen Stellen zeigt, dann reicht das auch schon. Dann nehmen wir es auch raus, solange es eben noch saftig ist, und stellen das Hühnchen erstmal beiseite. Das geben wir später wieder hinzu. Ich habe es auch schon anders probiert, habe das Hühnchen jetzt drin gelassen und dann die anderen Zutaten zugegeben, weil ich kann euch sagen, das ist nicht so gut, weil das Hühnchen dann einfach zu lange drin ist. Es wurde dann doch sehr trocken, sehr hart. Also ich würde es zwischendurch rausnehmen, brate das Hühnchen vor, nehme das raus. Jetzt kommen die Zwiebeln und die braten wir natürlich gleich hier in dem wundervollen Hühnchenfett. Wir nehmen den Geschmack natürlich mit, den wir hier noch in der Pfanne haben. Und die Zwiebeln, die braten wir jetzt auch so ein bisschen an, bis die beginnen so ganz leicht zu bräunen und dunkler werden. Also glasig werden müssen sie nicht. Auch die Zwiebeln sollen noch Biss haben, deswegen nicht glasig bräunen. Ihr seht das hier, so sieht das aus. Das dauert vielleicht nach 5 Minuten. Ich sage, viel länger habe ich dafür nicht gebraucht. Und wenn die Zwiebeln hier so ganz, ganz leicht anfangen zu bräunen, dann kommen auch schon die Zucchini dazu, die wir hier vorher gewürfelt haben. Und auch die Zucchini, die mischen wir jetzt hier und dann bräunen wir die nochmal zusammen mit den Zwiebeln, na, vielleicht nochmal 5 Minuten an. Auch die Zucchini sollen nicht matschig werden. Die sollen also nicht durch sein, sondern auch die sollen noch Biss haben hinterher in unserem Gericht. Also vielleicht 5 Minuten nochmal bei dieser Hitze 7 von 9. Na, so sieht das dann aus. Und da müsst ihr dann auch nicht mehr viel länger braten, denn sonst wird das alles zu matschig. Das wollen wir nicht. Ja, wenn die Zucchini so aussehen und die Zwiebeln so aussehen wie hier jetzt, dann geht es weiter, dann kommt die Chili dazu. Ganz kurz unterrühren, noch einmal mitbraten. Und wenn wir die Chili hier mitgebraten haben, dann kommt als nächster Schritt auch schon der Knoblauch. Ne, Knoblauch nicht so lange braten, weil der sonst bitter wird. Ich drücke den jetzt hier mit einer Knoblauchpresse rein. Und dann geht es auch sehr zügig weiter. Ne, sofort danach kommen die Champignons rein. Und wenn wir die Champignons hier in der Pfanne haben, dann, ihr ahnt jetzt, was jetzt kommt, mischen, mischen, mischen. Ne? Also hier mischen wir jetzt und jetzt braten wir so lange, bis die Champignons beginnen, dann Wasser zu ziehen. Vorher würzen wir aber schon mal mit Salz, das ist ja nicht viel, das ist ja übersichtlich. Jetzt kommt Garam Masala dazu, dann kommt Currypulver dazu und dann haben wir außerdem noch ein bisschen Chiliflocken hier für den Kick. Ich sage es nochmal, das Rezept ist wirklich nicht scharf. Ihr könnt es aber ausprobieren, lasst sonst die Chiliflocken erstmal weg. Und dann kommt noch mal ein bisschen Pfeffer. Sieht viel aus, aber ich sage es noch mal, es ist wirklich nicht sehr scharf. War sehr lecker. Und mischen, mischen, mischen. Ist ja nicht Mission Impossible hier, wir mischen hier. Und jetzt beginnen die Champignons so langsam Wasser zu ziehen. Das ist der richtige Zeitpunkt, die Plotte runterzustellen. Ne? Hier auf 2, denn wir wollen jetzt nur noch unsere Sahne, die wir zugießen. Und den Frischkäse jetzt vermischen. Der Frischkäse soll sich jetzt auflösen, darf aber nicht mehr kochen. Der zerfällt euch sonst, der fällt sonst aus. Also den Frischkäse nicht mehr kochen jetzt hier in der Soße, sondern schön heiß, aber eben nicht mehr so brutzelig. Und dann mischen, mischen, mischen. Und das dauert jetzt so nach 5 Minuten vielleicht bei der geringen Hitze. Dann hat sich der Frischkäse auch vollständig aufgelöst und habt eine sehr wundervolle, sämige Soße. Und jetzt riecht man auch schon das Garam Masala, man riecht das Curry. Es riecht jetzt wirklich schon nach einem indischen Gericht, also ganz wunderbar. Wenn ihr Garam Masala mögt, könnt ihr natürlich mehr reingeben. Ich bin da immer sehr vorsichtig, wie mit Kumin auch. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende. Jetzt kommt noch die Hähnchenbrust dazu. Und die ist ja fertig. Und jetzt mischen wir die eben erst dazu. Die hat jetzt nicht mitgegart. Die ist also noch schön zart. Und jetzt müssen wir eigentlich nicht mehr machen, als wieder mal alles mischen. Und dann sind wir auch fast fertig, denn unser Rezept ist durch und ihr seht, es sieht wunderbar aus. Schön cremig, blubbert es hier vor sich hin, riecht sehr schön nach Curry, nach Garam Masala, nach so ein bisschen Kokosfett, also wirklich sehr schön indisch. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr nochmal abschmecken könnt. Jetzt könnt ihr nochmal gucken, brauche ich mehr Chili, brauche ich mehr Salz, brauche ich mehr Pfeffer. Und dann sind wir auch durch und können schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, das Rezept riecht wirklich ganz wundervoll und ihr seht hier, wenn ich es auf den Teller gebe, die Soße ist wundervoll cremig. Wenn ihr jetzt dazu Reis essen möchtet oder vielleicht ein Baguette oder was auch immer, dann könnt ihr natürlich die Soße etwas dünner machen, gebt einfach ein bisschen Milch dazu. Ich fand es so genau richtig. Ich garniere jetzt hier nur noch mit ein bisschen Sesam. Mehr mache ich nicht mehr. Dann kommen außerdem noch meine gehackte Petersilie darüber. Und für die Optik habe ich dann hinterher noch mal so einen Hauch Chiliflocken drüber gegeben.
ist geschmacklich sehr schön und auch optisch. Und dann sieht das Ganze so aus. Also ganz wundervoll, Geruch ganz wundervoll. Das Hähnchen ist ganz zart, hat so die Curry-Frischkäsesoße aufgenommen und auch die indischen Gewürze, das Garam Masala. Also ich denke, mein Hühnchen indisch in Curry-Frischkäsesoße hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.